willkommen zu einem neuen Efteling-Vlog. Hallo! 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 Heute ein ganz besonderer Ausflug. Efteling haben wir ja schon auf unserem Kanal mehrere Vlogs. Heute geht's Efteling Ü60. Das heißt, wie lange wart ihr nicht mehr im Freizeitpark? 20 Jahre. Oh, 30, 40 ja. Jahre. Heute ist für euch komplett neu, endlich mal wieder Freizeitpark. Heute fragen wir euch nach jeder Attraktion, wie es war. Das muss aber nicht sein. Und du fährst jede Achterbahn mit, ne? Auf jeden Fall nicht. Wir haben 12 Stunden Efteling vor uns, 10 bis 22 Uhr. Bleiben heute auch den ganzen Tag. Morgen sind wir nochmal hier, morgen bleibt die Kamera aber aus. Und dann nehmen wir euch heute mal mit bei unserem Tag. Wir haben auch ein Restaurant reserviert, das Pinocchio-Restaurant. Aber wir gucken erstmal, ob wir das machen. Ja. Und das Hotel haben wir übrigens für diese Nacht, Hotel de Kron. 119 Euro die Nacht mit Kurtaxe 124 Euro. Mal gucken, wie das Zimmer so ist. 3 Sterne, also nichts Besonderes. Aber hier ist direkt ein Supermarkt. Gehen wir auf jeden Fall morgen mal gucken, wenn der auf hat. Ich weiß nicht, ob die Supermärkte sonntags in Holland geöffnet sind. Hast du Spaß? Noch nicht. Ich habe doch jetzt noch keinen Spaß. Wir müssen nämlich den Weg Er wollte fragen, ob ich Lust habe. Das auch, aber wir müssen den Weg ja auch noch zum Efteling hingehen. Laut Google Maps 6 Minuten zu Fuß. Eigentlich hier ums Eck. Und dann rechts und dann sind wir schon da. Wondering how to make a play all night, flipping your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look. So, wir haben die Moviepark-Jahreskarten, Silber und Gold. Haben somit 2 Tage freien Eintritt. Einmal mit der Moviepark-Jahreskarte und einmal mit der Europapark-Jahreskarte. Und dementsprechend holen wir uns jetzt erstmal die Tickets hier ab. Haben aber vorher den Timeslot reserviert von 10 bis 22 Uhr. Absolut ohne Probleme. Einfach Moviepark-Jahreskarte am Gästeservice vorzeigen und für 2 Personen freien Eintritt. Passieren. Und freut ihr euch schon? Wir haben unseren gratis Eintritt. Jetzt geht's rein. Ja, kann ich auch hier mit reingehen. Ne? Damit ja. Kannst du auch reingehen. Und zunächst mal die Eintrittskarte in deinen Rucksack packen. Ja. Wir haben gerade das Eintritt für 2. Ja. Ja, danke. Viel Spaß. Danke. Direkt am Haupteingang hat man momentan diese Construction Walls, weil hier das neue Hotel gebaut wird. Und hier genau, hier ist heute Abend die Aquanura Show. Die gucken wir uns heute um 9:15 an. So, wir starten mit Symbolica, ein Trackless Dark Ride. Na, was denkst du, was erwartet dich? Ja, ich bin richtig gespannt. Ja, dann gucken wir mal. Illumina Fantasia!
So, Symbolica Fantasia, wie hat es euch gefallen? Es war recht gemütlich. Schön. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 das Beste ist? 8. 8. Und du? 5. 5 nur. Oh, zu wenig Action, ja? Ja. Ja. War, wir hatten einen kleinen Breakdown, aber ging dann doch relativ schnell weiter. So, Mareike und ich haben uns jetzt schon einen Plan überlegt. Jetzt hier, da möchte nämlich jemand Action. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Achterbahn und gehen jetzt zum Baron. Da lang. So, das Objekt der Begierde ist schon ein bisschen näher. Wir freuen uns auf den Dive Coaster Baron. Baron, beide nicht? Nein. Zieht beide den Schwanz ein? Ja. Dann müssen Mareike und ich wohl alleine fahren. Aber Hauptsache Symbolica war langweilig. Jetzt kneift er beim Baron. Naja, wir gönnen uns eine Runde bei 10 Minuten Wartezeit. Ja, erste Reihe wahrscheinlich länger. Ja, kann sein. So, Baron haben wir hinter uns gebracht und ich habe gehört, morgen fährst du mit. Ja. Ja, das aufs Wort. Ich auch. Du auch. Oh, das haben wir jetzt auf Video. Das haben wir jetzt auf Video. Bin ich ja mal gespannt. Wir gehen jetzt eine Kleinigkeit essen. Bäckerei Krümel bei Max und Moritz. Das ist die Schlange übrigens für Piranha fürs Rafting. Wahnsinn. Also da stellen wir uns jetzt erstmal nicht an, sondern gehen erstmal was essen und trinken in der Bäckerei Krümel, die neu ist. Die wir zum Beispiel noch nicht kennen, Mareike und ich. Einmal hier durch. Thank you.
Schokoladenbrotchen, das nehme ich. So, wir sitzen in der Bäckerei Krümel. Ich sehe hier zwei, Mareike hat ein Käsebrot, Brötchen. Dann sehe ich hier einmal was mit Eiersalat, Tomate, Mozzarella. Ich habe ein Schokobrotchen. Dann haben wir hier noch zwei kalte Schokomel. Ihr habt zwei normale Kaffee, ne? Ja. Und das Ganze hat gekostet 29,40 Euro. Ich gebe dir mal das ganze Tablett. Und ich guck mal, wie teuer das Schokomel war. Das ist ja immer recht interessant. Schokomel hat gekostet 2,75. Coffee Klein 2,55. Und die Brötchen, die ihr habt, 5,40 Euro oder 6,45. Schon ein bisschen höherpreisig. Schmeckt? Mhm. Schön. Wie hat es dir geschmeckt in der Bäckerei Krümel? Ganz gut. Schon ganz gute Auswahl, klar ein bisschen hochpreisig, aber mir hat es auch ganz gut geschmeckt. Schöne Abwechslung hier in Efteling, das fehlte irgendwie noch, ja, so eine Bäckerei. Ne? Und es gibt auch Kuchen und Berliner und so und Croissants. Günstige Pizza auch als Kindermenü für 7 Euro, finde ich echt gut. So, und jetzt haben die Frauen entschieden, es geht jetzt. Hä, wieso die Frauen? Hast du gerade zu mir gesagt, wohin geht's jetzt? Weiß ich nicht. Fata Morgana, eine Themenfahrt, da fährt man mit Booten durchs Wasser. Bin ich mal gespannt, wie euch das aber gefällt. Lieber übers Wasser fahren. Du wolltest schon nicht bei der Achterbahn durchs mitfahren. Durchs Wasser ist nicht so toll. So, dann gucken wir mal, wie die Wartezeit ist und... Halbe Stunde. Halbe Stunde, sagt Frau Kollasser. Dimmer light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Fata Morgana und? Eine 6. Eine 6? Besser als Symbolika oder? Ich sag mal 7. 7, also war Symbolika besser, ja? Ja. Ja, Mareike geht jetzt auf Toilette und dann gucken wir mal, was wir weitermachen. Wartezeit war voll und ganz okay, circa 20 Minuten haben wir gewartet. So, nach Checken der Wartezeiten haben wir uns für Max und Moritz entschieden. Kennen Mareike und ich tatsächlich auch noch nicht. Gucken, welche Seite leerer ist. Wir machen auf jeden Fall beide jetzt in unserem zweitägigen Aufenthalt. Jetzt machen wir erstmal eine Seite, 25 Minuten Wartezeit. Ja, wir sind bei Jan. You out and showed you the city. How would you let somebody so pretty's what they
they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Coaster Moritz. Super. War gut. Mega. Skala? Na, eins. Also ein Note 1. Und für dich zu langsam, ne? Ja, war ein bisschen langsam. Ja, dann jetzt suchen wir was Schnelles. Jetzt geht's in die rasante Ecke. So, wir sind nochmal bei der Bäckerei gelandet. Wir haben uns ein Eistee geholt. Interessant, was ich nicht wusste: 15 Cent Flaschenpfand gibt's schon in Holland. Ich hoffe, es gibt's nicht auf Dosen, weil wir wollen mal Dosen kaufen in Holland. Den Hollebolle haben wir letztes Jahr oder vor 2 Jahren vermisst. Wo geht's hin? Wir lassen uns treiben und laufen jetzt ganz langsam zu Python, Joris und den fliegenden Holländer. Ja, oh, meine Highlight-Attraktion. Ich mag den fliegenden Holländer. Ich auch. Wir fahren jetzt eine Runde fliegender Holländer. In einer halben Stunde. In 35 Minuten. Ja, ist holländisch. Ach so. Wie war's? Ja, das war schon eine 8. Eine 8. Und bei dir? Für mich war es auch wohl eine 8, aber ich glaube, ich würde es nicht wieder tun. Nicht nochmal? Nee. Wir überreden dich morgen nochmal. Ich glaube, das schaffst du nicht. So, die Frauen kneifen. Wir fahren jetzt Python mit Looping und gucken mal, wie die Wartezeit ist. Ich denke so um die 20, 25 Minuten.
Und Python, was sagst du? Ah, das war schon eine 8 bis 9. Oh, eine 8 bis 9, wir steigern uns. Mal gucken, ob Joris in der Drag eine 10 wird. Die fehlt uns jetzt noch an den Achterbahnen und dann haben wir fast alle durch. Die Vogelrock fehlt uns auch noch. So, mal gucken, wo Mareike und meine Mutter sind. Die haben sich irgendwo hier hingepflanzt. Ja, ich glaube schon. Irgendwo hier. So, Mareike zeigt uns den Weg. Es geht nach Vogelrock, weil Vogelrock nur 15 Minuten hat. Und wir noch gerne Achterbahn machen, bevor es gleich zum Essen geht. Das Nest ist neu übrigens, das Spielnest da. Und ja, wir sind jetzt gerade hier in dem Themenbereich, in der Thrill-Ecke, sag ich mal. Und jetzt geht's rüber zu Vogelrock. So, Vogelrock, die Dunkelachterbahn und? Ihr macht mich fertig. Nee, war gut. War gut, Skala? 8. Ja. Zu kurz, oder? Viel zu kurz. Höchstens eine 5. Wartezeit und Fahrzeit stehen in keinem Verhältnis. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir noch machen, bevor wir essen gehen. Hier, Vogelrockschlange. Oh nein, ich will nicht. Vogelrockschlange ist schon mittlerweile echt ein bisschen länger. Und der nächste Stopp direkt nebenan, Carnival Festival mit 25 Minuten Wartezeit. Freust du dich? Ich mag das. Ich mag das nicht. Braucht noch einer einen Buggy? Dann mach doch erst bei dir. So, Carnival Festival haben wir gecancelt, weil war zu voll. Jetzt gibt es eine kleine Bierpause. Bist du so schreien? Ja. Und die Kinder haben einen Apfelsaft und einen Äfteling Überraschungsei. Das ist aber ein Double-Frist. Ja, das mit Apfel und Pfirsich schmeckt aber sehr gut, kann ich euch sehr empfehlen. Nee, und wir, unsere. Ja, wir haben ein Äfteling Überraschungsei. Ich bin sehr gespannt. Gut, zwei können wir noch. Nach billig. Nach dem Essen noch zwei. Nach billig Schokolade. Aber es sind zwei verschiedene Farben, schon mal. Prost. 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 Ja, aber war klar, die Besten kommen sofort hier. Ja. Sofort, ja. Schnell. Schnell essen, pass auf. Und? Abdecken. So, wir mal. Ein Schlüsselanhänger von einer Hexe. Super. Zeig mal. So. 16.30 Uhr, kurz vor 16.30 Uhr. Wo geht's hin? Essen. Pinocchio, wir testen das mal. Das öffnet auch erst um 16.30 Uhr heute. Da gibt's nur 4 verschiedene Pizzen und 4 verschiedene Nudelsorten. Mehr. 5.
5,5 oder 6,6. Ja, auf jeden Fall mal gucken, wie das Essen da ist. Panorama-Restaurant hatten wir ja schon mal schlechte Erfahrungen. Und Pfannkuchen macht mich persönlich überhaupt nicht satt. Oh doch, jetzt hätte ich voll gerne einen Pfannkuchen. Dann setzen wir mal Mareike da ab. Essen kam richtig schnell. Ich habe Linguine mit Bolognese und Hackfleischbällchen. Mareike, oh, das ist eigentlich was für mich. Pizza Pepperoni. Da haben wir Pizza Funghi und Pizza Quattro Formaggi. Die Pizzen kosten jeweils 14 Euro. Die Pasta kostet 13 Euro. Guten Appetit. Guten. Wie hat's euch denn geschmeckt? War sehr gut. Ja, es geht nicht. Ich sag mal, es ging. Ich habe schon bessere Pizzen gegessen. Ja, dem schließe ich mich an. Man kann nicht meckern. Ja, meine Nudeln waren eher Miracoli als Bolognese. Wie hat es dir geschmeckt? Nicht so gut. Nee, ne? Pepperoni-Pizza habe ich probiert, die war irgendwie zu cremig, ne? Mhm. So, der ganze Spaß hat übrigens 75,75 gekostet. Puh, ja, schon ordentlicher Preis für, ja, mittelmäßiges Essen, sagen wir mal so. Hier war das? Ja, hier war das. Anscheinend war das hier. Rauchen ist tödlich. Ja, jetzt machen wir natürlich ruhige Sachen. Jetzt machen wir natürlich ruhige Sachen, weil wir sind sehr voll. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt... Tabula. Ein 3- oder 4D-Kino, wir schauen mal. 3D-Kino, ich bin mir nicht sicher. Wie hat euch Fabula gefallen? Sehr gut. Ganz netter Film, ne? Ja. Man muss sagen, leider war der Baum kaputt. Der Baum fiel nicht am Ende runter. Der Effekt war defekt. Naja, jetzt würde ich sagen, gehen wir uns eine Runde gruseln. Ja, gut. Spukschloss. Ja. Gibt es lange nicht mehr lange die Attraktion? Die wird bald abgerissen im September. Die ist nicht schlecht. Im September wird die abgerissen. Dafür kommt dann eine neue Attraktion hier. Okay, Planänderung. Den ganzen Tag waren 50 Minuten bei Traumflug. Jetzt nur noch 25, nehmen wir erstmal die Themenfahrt mit. Damit haben wir dann alle Themenfahrten. Ja, Karneval Festival haben wir nicht. Das zähle ich nicht als gute Themenfahrt. Dann haben wir fast alle Themenfahrten durch heute. Und Spukslot machen wir aber auch noch. Ist Kult, Kult.
Und wie hat es euch gefallen? Sehr, sehr ja, schön. Ne? Da hat sich die Wartezeit doch gelohnt, was? Auf einmal rasal, ne? Ja. Ja, wie eine Achterbahn. Ist, der hängt ja auch an der Schiene. So, dann gibt es jetzt noch ein bisschen Nachtisch, würde ich sagen. Meine Eltern haben geschwächelt, 2 Stunden eher aus dem Park gegangen. Wir sind auch da, 20 Uhr haben wir wollen Nachtisch, es ist jetzt überall rappelvoll. Die Outlets schließen leider schon zum Teil eher. Und ja, wir suchen jetzt einen Nachtisch. Das Softeis würde ich euch nicht empfehlen. Die machen den Becher randvoll mit Eis und dann kommt von jedem Topping ein halber Löffel drauf. Man hat nur 3 Toppings frei. Finde ich nicht so geil. Ja, was möchtest du machen? Ich weiß nicht, wo lang. Dann holen wir uns jetzt ein Eis oder willst du einen Pfannkuchen? Egal, da okay. Ist sie voll. Da ist sie voll. Gucken wir jetzt mal, ob eine Eisbude noch auf hat. So, geiler holländischer Nachtisch. Das ging auch relativ schnell und der war sehr nett. Erdbeer. Holländischer Nachtisch? Schon ja, ist nicht ganz Spanisch. Holländisch. Ja, ist ja gut. Erdbeermilchshake und 2 mal Churros mit Nutella. Ich habe keine Ahnung, was wir bezahlt haben. 11,70 €, 20 €. Wir versuchen jetzt noch einen Platz zu finden in der holländischen Abendsonne. Und ja, dann lassen wir es uns schmecken. Die Schuhe sind gleich kalt, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, dann. Ja. Liegt nicht an mir. Liegt nicht an mir. Liegt nicht an mir. In meinen Ohren, ein Schnurrbarten. So, wir haben jetzt hier einen ganz außergewöhnlichen Bubble Tea. Ich habe mich schon gewundert, warum der so schnell ging. Das war einfach Lipton-Eistee in einen Becher gekippt mit ein paar Apfelbubbles und eine Melone dran gesteckt. Schmeckt auch so, ja? Wie lange willst du tasten? Hast du schon so eine Kugel probiert? Du kannst sie mit dem Strohhalm aufsaugen. Kau es. Boah, ist das eklig. Nee, da bin ich raus. So, wir haben uns entschieden, nochmal 5 Minuten Wartezeit bei Fata Morgana auszunutzen. Langsam dämmert der Park. Schön ist das. Und dann gucken wir die Aquanura Show. Und dann verabschieden wir uns für heute und treffen uns morgen mit meinen Eltern wieder Punkt 10 Uhr im Efteling Park.
einfach der Preis für das, was man geboten kriegt. Ja. So. Könnt ihr jetzt nichts mit anfangen, weil ihr das, wenn ihr uns bei Instagram nicht abonniert habt, hier ist unser Kanal übrigens, habt ihr es nicht gesehen, Hotel de Kron, bucht das nicht. Naja, zweiter Tag Efteling, habt ihr gut geschlafen dann wenigstens? Wir haben gut geschlafen. Haben wir gut, ja. Dann seid ihr jetzt bereit für Achterbahn? Jawohl. Ja. Dann würde ich sagen, Joris Ende Drag fehlt uns noch. Erst brauche ich aber einen Kaffee. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Bäckerei Krümel ruft schon. Und dann Joris Ende Drag ruft schon. Und der fliegende Holländer machen wir nochmal. Was machen wir sonst noch so? Weiß ich nicht. Gondoletta oder so. Gondoletta. Spookslot fehlt uns noch. Villa Volta würde noch fehlen. Karneval Festival würde auch noch fehlen. Ja, wir gucken mal, was heute. Spookslot so enthusiastisch. Karneval Festival ist tausendmal besser als Spookslot. Nein, finde ich nicht. Ja, und dann nehmen wir euch heute nochmal ein bisschen mit. Und ja, bis gleich. Der Kaffee ist gut hier? Ja, der Kaffee ist sehr gut. Kostet auch nur 2,55 Euro. Ist für Freizeitpark auch echt fair eigentlich. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Ja, gefrühstückt haben wir jetzt wieder bei Bäckerei Krümel. Und dann geht es jetzt gleich zu den drei Achterbahnen: Der fliegende Holländer, Joris in the Drag und Baron. So, wir fangen dann doch jetzt mal nicht mit der Achterbahn an, sondern mit Piranha. Das fehlt uns ja auch noch, das Rafting hier im Efteling. Bekommen, finde ich gut. Ja. Du musst jetzt weitergehen. Geht gut. Echt? Das ist ja hoch machen. Ja, zu schön. Ey! Was war das? Pflanze. Die lösen das wirklich daraus, ja. Wirklich dabei? Wie ne? Hast du wirklich dabei? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Oh, nicht schon wieder, ey. Oh, jetzt hier! Jetzt kommt der Wasserfall! Ah! Oh mein Gott! Ah! Weiße! Weiße, deine Hose! Warte mal auf, oh mein Gott! Der ist doch nasser als gedacht, ne? Sag ich doch! Oh, geil! Ich bin komplett nass. Ja, ich hab's erwischt. Boah, wow, komm hier! Da will man aber nicht. Nee, das geht. Aua! Oh oh! Oh oh! Oh oh!
Ah, jetzt habe ich auch nasse Schuhe. Ein schönes Treffding. Ja. Jetzt habe ich auch was an den Schuhen. Ist kalt. Ja. Ach, Foto. Dreh dich weiter. Ey, aber wirklich, ey. Ach, ging doch. Oh, Alex, komm nicht so weit. Hahaha, nicht getroffen. Und wie hat es euch gefallen? Spitze war das. Ja? Auf einer Skala? 10. 10 von 10. Und? 10. 10. Sehr schön. Ja, hat allen gefallen. Sind alle etwas nass geworden. Mareike hat es am meisten erwischt. Ja. Und ja, hier hat man einen super Blick übrigens auf Baron. So, und jetzt ist aber auch Achterbahnzeit. Die Wartezeiten sind momentan bei den großen Achterbahnen Baron 40, Fliegender Holländer 25, Joris in der Drag 15. Deswegen gehen wir jetzt zu Joris in der Drag. Und wir haben gerade mal 11 Uhr, also wir denken, dass es heute voller wird als gestern. Ich lächle. Okay, spontane Planänderung. Fliegender Holländer sieht so leer aus. Sieht richtig leer aus. Gestern standen wir den ganzen Bereich hier, dass wir jetzt erstmal reingehen. 25 steht angeschlagen, könnte aber weniger sein. Gut war's. Super, super gut. Auf einer Skala? Wieder eine 10. Also der fliegende Holländer und Joris und der Drag. Auch für das ältere Semester geeignet, ne? Ja. So, wir holen jetzt was zu trinken und ruhen uns kurz aus.
und dann geht's weiter. So, kurze Pause hier an der schönsten Terrasse im Efteling mit Blick auf fliegenden Holländer. Lipton Ice Zero und eine Cola Frozen. Hallo, fliegender Holländer. Lecker? Mmh. Wenn es schon in Holland keine Waffeln gibt, muss man Churros essen. Entertainment gibt's auch hier. Alles Spätzle, ich hab auch gut gedacht. So, zwei Tage Efteling zu Ende. War schön. War schön. Jetzt interessiert uns, wie hat's euch gefallen? Also mir hat's ganz gut gefallen. Ich kann nichts Negatives sagen. Dein Highlight im Park an Attraktionen? Ich würde mal sagen, die Achterbahn. Welche alle. Achterbahn? Ja, alle. 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 Ja, weiß ich jetzt nicht, wie die heißen. Der fliegende Holländer, ne? Ja, der war noch am besten. Ja. Und bei dir? Ja, war schön, anstrengend. Aber sonst schönes Wetter gehabt. Ja. Kann man nicht meckern. Und bereit für Europa-Park? Nein. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Europa-Park ist auch noch ein Ticken anstrengender. Und ja, ja, das soll es auch gewesen sein, ne? Ja. Von diesem Video. Wir machen es auch ein bisschen die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger, ne? Auf jeden Fall. Jetzt fängt die Arbeit wieder an und jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Bis zum nächsten Vlog. Wir haben noch einige Vlogs im Petto. Drückt gerne auf Abonnieren. Hier ist der Kanal. Und dann sehen wir uns in irgendeinem Freizeitpark oder auf einer Kirmes dieser Welt. Irgendwo in Frieden vielleicht, wenn du das bis dahin schon geschnitten hast. Irgendwo in Iowa. Liebe Grüße an Leonardo DiCaprio und Johnny Depp.